Nach dem ganzen optionalen Kram kommt heute mal wieder etwas Pflichtprogramm. Und zwar brechen wir in Richtung Sands Fortress auf. Doch bevor wir das tun, verteilen wir unsere Seelen. Und zwar in Stärke und Beweglichkeit, damit wir mit 24-13 die Schneide vernünftig nutzen können. Denn die braucht genau 24 Stärke und 13 Dex. Dann kann ich die nämlich in Zukunft ein wenig nutzen. Und bevor wir jetzt aufbrechen, gehen wir nochmal kurz zum Schmied. In den Kommentaren hatten ja einige Spieler die Probleme, dass die Ausrüstung irgendwann kaputt ist. Darum reparieren wir uns jetzt mal hier und fix die Klamotten. Ach so. Der möchte jetzt die große Glut haben. Die geben wir dem. Damit kann der uns dann irgendwann plus 10 Waffen schmieden. Das müssen wir natürlich, bevor wir den Playthrough beenden, auch machen, weil sonst ist die große Glut nämlich im nächsten Playthrough weg. Also wie gesagt, wenn ihr denen das gibt, müsst ihr auch das Ding auf plus 10 bringen. So, dann reparieren wir mal den ganzen Kram. Ferner, wenn ihr tatsächlich mit schwerer Rüstung spielt, solltet ihr die upgraden. Das habe ich noch nicht erwähnt. Also wenn ihr so spielt wie ich und überhaupt nicht getroffen werden wollt, dann sind Upgrades auf der Rüstung total egal. Wie gesagt, da gibt es halt diese Kisten und diese Upgrade-Steine hier. Dann könnt ihr das auch am Lagerfeuer machen. Wie gesagt, bei schwerer Rüstung solltet ihr das tun, weil sonst werden die Feinde immer ungemütlicher. Ihr kassiert nachher immer mehr Schaden. Also ihr kommt nur noch weiter, wenn ihr dann auch eure Rüstung upgradet. Ich kann darauf verzichten. Es soll jetzt nicht arrogant klingen, aber ich mag halt eher diesen Dodge-Play-Stil. Spielstil und jo, von daher kann ich mir das sparen. So, und weil ich jetzt gerade auf die Schneide geskillt habe, rüste ich die mal aus und teste mal, wie viel Schaden die jetzt hier in diesen Mopeds macht. Bin ich ja mal gespannt. Wenn nicht, muss ich halt wieder zurück aufs Breaksword wechseln, wenn das halt nichts taugt. So, und dann machen wir uns auf in Takeshis Castle. Ach nee, das Ding heißt ja Sands Fortress. Ist aber genauso mit Fallen bestückt und das fängt direkt hier am Anfang ein. Wie ihr seht, ist hier schon so eine erhöhte Bodenplatte. Sands Fortress. Ne, die hier. Und wir pullen mal die Gegner, die hier hinten sind, bis die in der Mitte vom Gang sind und laufen dann über die Platte und springen zur Seite. Und tja, Takeshis Castle tötet einfach mal seine eigenen Insassen und nicht uns. Oder sagen wir doch, das finden wir Knorke. So, jetzt können wir endlich mal hier die Schneide testen. Ah, genau, die machen hier auch so ein WTF, ey. 15 Schaden. Das ist doch jetzt nicht dein Ernst, oder? Alter. Ja, Mensch. Und ein Backstep für 41. Ja, das ist ja super. Nicht. Also, ich muss mal kurz weg. Dann tschüss. Mal fix hier die andere Waffe ausrüsten. Wo haben wir denn das Drakesword da? Gut, dann machen wir mal mit dem weiter. Naja, wobei 34 Schaden ist jetzt auch nicht der Bringer. Aber immerhin noch mehr als 14. Wo war ich stehen geblieben? Backstab! Ja gut, der macht wesentlich mehr Schaden. Also bleibe ich hier beim Drake Sword, ganz klar. Ja, die haben auch so einen Schnappangriff. Oder so wie andere Gegner, wo ich das schon erwähnt habe, so einen Greifangriff haben. Davon solltet ihr tunlichst nicht erwischt werden. Sonst beißt das Vieh euch den Kopf ab und ihr seid quasi instant tot, also das nach Möglichkeit bitte vermeiden. Sonst ist Ende im Gelände. So, war hier noch was? Ne, auf der Seite war nix, aber da blinkt noch was, das sagen wir ein. Das ist nämlich eine Seele. Sagen wir nicht nein, war sogar eine relativ hohe, von daher danke. Und Takeshis Castle geht weiter. Wie ihr seht, haben wir hier solche Pendel, die euch versuchen, von der Brücke zu pendeln, wo wir drüber müssen. Und dahinter ist noch ein Mob. Und das ist richtig fies. Darum machen wir jetzt mal Folgendes. Wir pullen jetzt einfach mit dem Bogen den Mob hier rüber. Dann machen wir den nämlich hier vorne. Aber zu 99% wird er jetzt von den Pendeln erwischt und fällt runter und ist dann tot. Und wir haben den nicht mehr in der Backe. Und das freut uns dann natürlich. Na gut, ihr dürft natürlich nicht die Pendel anschießen wie ich. Das ist natürlich dann uncool. Ihr müsst den schon treffen. So, und dann bewegt er sich jetzt mal langsam hier in die Richtung und wird dann von den Pendeln erwischt. Alter, Vorführeffekt. Also wie gesagt, in 99%, achso, das war der Schnappangriff, dem ausweichen. Also 99% der Fälle, was? Ich war jetzt hier verwundert vom Backstep.
trifft das Ding hier, also die Pendel den Mob und dann fällt der Mob runter. Warum das jetzt natürlich nicht geklappt hat. Backstab! Naja, Vorführeffekt, wie immer halt. Wenn man mal was zeigen will, geht das nicht. Gut, dann ist das Ding hier auch kaputt. Und dann können wir hier drüber. Wobei wir noch fix das Wappenschild ausrüsten, weil das ja 80% auf Magie bietet und die folgenden Gegner Magieschaden machen. Darum rüsten wir das jetzt aus, weil es hier wie gesagt kein Feuerschaden bzw. kein Giftschaden mehr gibt, ist jetzt im Moment das Wappenschild hier die beste Wahl. Und darum nehmen wir jetzt einfach mal das. So, und dann machen wir uns über die Brücke. Und gut, die sind hier noch relativ einfach, die Pendel. Die sind super langsam und es ist auch genügend erkennbarer Platz dazwischen, dass man stehen bleiben kann. Also das ist ja echt fast schon hier wie eine Bahnschranke. Also, ne, da müsst ihr euch echt keinen Kopf machen. Das ist eigentlich relativ easy, da vorbeizukommen. Wird nachher noch schwieriger. Das ist dann quasi Takeshis Castle 2.0, wo es dann schneller ist und weniger Platz. Können wir die Statuen eigentlich kaputt machen? Kann man die eigentlich kaputt machen? Alter! Müsste ich sie mal treffen, aber ich glaube, die Antwort ist nein. Gut. Und dann kommen wir hier oben zu einer weiteren Brücke mit Pendeln und dahinter ist noch ein Magiefuzel. Das ist schon ein bisschen unangenehmer, aber da rennen wir jetzt einfach gleich durch. Und an dem vorbei. Lassen einen Angriff, Bounce rebounden und machen uns dann dran vorbei. Warum? Das seht ihr gleich. So, wie gesagt, zwischen den Dingern kann man immer mal stehen bleiben. Das ist gar kein Stress. So, und jetzt machen wir deinen Bounce Rebound. Und dann kann ich... Ach, ja gut, der verpackt mich natürlich. Wie kack ist das denn? Okay, das hat mich jetzt zum Glück nicht gekillt. Und dann einfach vorbei und ausweichen. Sofort ausweichen, weil da ist wieder so eine Fallplatte. Und, ja, die schießt einfach einen Pfeil und dem Schlangenmann in den Rücken und befördert ihn dann von der Plattform. Und er ist tot und ich freue mich. Und hier in der Kiste ist sogar noch ein Upgrade-Stone. Gut, sagen wir nicht nein, nehmen wir mit. Machen wir fix unsere HP voll hier durch diesen Griff da, den er gemacht hat. Nicht so schön, sollte dann nach Möglichkeit vermeiden. Wie gesagt, einfach dran vorbei und die Platte auslösen und dann den Pfeilen dodgen. Dann werden die Schlangenmenschen davon getroffen und nicht ihr. Das ist dann echt ganz, ganz witzig. So, hier haben wir einen Raum, wo nachher eine Kugel durchrollt. Aber das zeige ich euch später, wie er das macht. Im Moment rollt die Kugel da hinten lang, wo der Typ ist. Upp, ne? Da müssen wir nämlich gleich aufpassen, dass die Kugel uns nicht erwischt. Und wir warten mal, dass der hier zurückkommt. Hier auf dem engen Gang ist das immer scheiße mit diesem Bissangriff. Deswegen pulle ich den jetzt mal hier ein bisschen zurück in den Raum da hinten. Also in den Raum, der hinter mir ist. Da kann ich den halt besser machen und auch gegebenenfalls backstabben. Weil hier, ne, dem Angriff ausweichen ist Pflicht. Sonst ist Slash tot. So, jetzt kommt mal ein Angriff. Dann kann ich nämlich backstabben. Genau. So stelle ich mir das auch vor. Wie gesagt, das ist halt immer die beste Alternative, den irgendwo hinzuziehen, wo ein bisschen mehr Platz ist. Damit er euch nicht beißt. Scheiß bissiges Vieh. So, haben wir noch ein Stößchen. Dann ist er auch kaputt und nervt nicht weiter. Ja, die Kugel da hinten, die können wir nachher umlenken. Und damit machen wir, dann kommt die nämlich da raus und macht den Typ, der da unten pennt, kaputt und macht sogar noch ein Loch in die Wand. Aber das zeige ich euch später. Im Moment müssen wir der Kugel halt noch ausweichen. Dazu gucken wir jetzt hier mal um die Ecke. Und wenn die Kugel hier vorbei ist, nehmen wir die Beine in die Hand und rennen in die nächste Gasse, die links dann ist. Und warten, bis die Kugel an uns vorbei ist. Und gucken dann wieder vorsichtig um die Ecke. Da oben steht nämlich noch so ein Magie-Hoshi. Da rennen wir dann auch gleich dran vorbei, wenn die nächste Kugel weg ist. So, nämlich jetzt. Dann rennen wir da nämlich wieder hoch und wollen vorbei. Alter, lass mich durch! Ey, wer bist du denn? Kacktürsteher hier! Boah, geh doch mal weg, ey. Alter. Ja, der nimmt seinen Job als Türsteher echt ernst. Lässt sogar hier die VIPs nicht rein. Kackschlangenmann. Oh Mann, ja, er spuckt hier halt so ein bisschen Gift und so. Kann man aber eigentlich recht gut ausweichen, weil die super langsam sind, wie ihr seht. Also, na gut, wenn die Wand nicht im Weg wäre, könnte man vielleicht auch backstabben. Das ist hier halt mit dem Drake Sword oder grundsätzlich mit Waffen... Hey, backstab. Mit größerem Schwungradius echt ätzend, weil die Wände hier so eng sind. Also besser gesagt, die Räume sind so eng und ihr haut immer an die Wand. Also wir looten aber nachher eine Waffe, die ist besser. Aber das später. Erstmal haben wir hier noch einen Hartstahlring. Was macht der denn? Kann ich mich
ehrlich gesagt gar nicht mehr dran erinnern. Darum gucken wir jetzt einfach mal fix nach. So, wo haben wir ihn denn? Verstärkt Verteidigung bei Angriffen. Er verleiht dem Träger Stärke und absoluten Willen, sodass er vor den Angriffen der Gegner nicht zurückschreckt. Ja, klingt jetzt ja nicht verkehrt, wobei mir die deutsche Übersetzung jetzt relativ wenig sagt. Ich müsste nochmal nachgucken, was das Ding im Original macht. Die deutschen Übersetzungen sind da immer relativ ungenau. Ich weiß aber wirklich nicht mehr genau, was er denn auf Englisch macht. Von daher rüste ich den jetzt einfach mal aus, weil dieser blaue Tränensteinring nutzt mir ja wirklich nur was, wenn ich halt Lower Pay hab. Zieht bloß nicht den anderen Ring aus, nämlich dann ist er weg. Wie gesagt, nehmen wir den halt raus und machen uns hier wieder auf den Rückweg, wenn die Kugel weg ist. Und gehen dann hier ins Foggate. Dahinter ist kein Boss, keine Sorge. Gar kein Stress. So. Aber hier vorne haben wir wieder so eine Falle. In dem kleinen Zwischengang. Seht ihr schon die erhobene Plattform. Und dahinter ist ein Gegner. So, das kann man jetzt ausnutzen, indem man einfach mal hier vor die Wand haut. Bisschen Krach macht. Dann kommt der nämlich gucken. Er scheint auf Patrouille zu sein. Und dann lösen wir die Plattform aus. Und rollen zur Seite. Und sagen, danke Takeshis Castle, dass du so ganz einfach LOL deine eigenen Leute kaputt machst und mich in Ruhe lässt. Finde ich doch super, Knorke. Jo. Dann ist die Plattform nämlich deaktiviert, der Typ ist kaputt und wir haben einfach unsere Ruhe. Das finde ich echt super. Jo. Hier vorne hört er schon irgendwas wummern. Das ist dieser Kugelmechanismus. Den müssen wir jetzt nämlich nochmal ausweichen. Dazu gehen wir. Ja, das ist ja super, dass die Kugel gerade da ist. Dann können wir der nämlich hinterherlaufen. Das ist nämlich der schnellste Weg, den ich euch zeigen will. Ich zeige euch jetzt in den nächsten ein, zwei Videos den schnellsten Weg hier durch. Und danach, was es noch alles gibt. Also in diesem schnellsten Weg zeige ich euch die wichtigsten Items und danach halt dann, was es noch optional gibt. So, und hier machen wir jetzt an der Stelle einmal einen Cut. Und bis dahin sage ich, fasst bloß nicht diese Truhe da hinten an. Wieso, weshalb, warum, das gibt's im nächsten Video.